Moin zusammen und willkommen zurück, heute mit einem ganz besonderen Thema, und zwar Visual Hacking. Habt ihr schon jemals von Visual Hacking gehört? Nein? Ich tatsächlich auch lange Zeit nicht, bis ich wusste, was damit gemeint ist. Und ja, es ist eigentlich nur ein fancy Name für folgendes Szenario. Seid ihr schon mal Bahn gefahren? Seid ihr jemals in der Bahn gesessen und jemand Komisches hat sich neben euch gesetzt und hat die ganze Zeit so rübergelinst? So? Ja? Das ist Visual Hacking. Denn es geht darum, man guckt bei anderen tatsächlich einfach nur auf den Bildschirm und versucht, Informationen rauszubekommen. Und dazu gibt es tatsächlich mittlerweile richtig schön viele Studien, beziehungsweise gute Studien, die durchgeführt wurden. Es ist tatsächlich möglich gewesen, innerhalb von 15 Minuten in 88% der Fälle oder in meistens unter 15 Minuten wirklich wichtige Informationen zu bekommen. Denn, naja, normalerweise tun wir innerhalb von 15 Minuten irgendwas, wie zum Beispiel Passwort eintippen oder irgendwelche Bankinformationen oder irgendwelche sensiblen Daten lesen. Zum Beispiel unser Name ist eigentlich auch schon sensibel oder, ja, WhatsApp-Texte, die eigentlich nicht für fremde Augen bestimmt sind. Und es ist unangenehm, wenn so eine Person plötzlich neben dir weiß, wie, I don't know, dein bester Freund heißt und was der gerade für Probleme durchmacht oder wie dein Passwort für YouTube ist oder sowas. Und deswegen ist natürlich Visual Hacking vor allem für Privatpersonen sehr, sehr ein sensibles Thema. Aber auch für Unternehmen ist es ziemlich krass, was bei Visual Hacking tatsächlich alles möglich ist. Es gab tatsächlich Studien, die hier einen Whitehead-Hacker eingeschleust haben ins Unternehmen und den dann einfach mal, nun ja, gucken lassen haben auf die Bildschirme von den Angestellten. Und der hat in den meisten Fällen tatsächlich sensible Informationen erhalten, die er eigentlich nicht haben sollte. So, jedes Unternehmen wird aber irgendwelche Leute einstellen müssen. Das heißt, sowas wie, nun ja, sagen wir mal, Praktikanten sind ein häufiges Ding, die kommen und gehen ganz schön schnell wieder. Und dann kann man natürlich sehr, sehr schnell irgendeinen sogenannten Visual Hacker bei sich im Unternehmen haben, der einfach nur Informationen vom Bildschirm abguckt. So, jetzt will ich euch gar nicht weiter damit aufhalten, was das alles ist und wie das geht. Ich meine, gucken könnt ihr alle selber. Es ist allerdings sehr, sehr einfach, das Ganze zu verteidigen. Denn es gibt eine tolle Folie. Und das Video hier, will ich noch ganz kurz davor sagen, ist nicht gesponsert. Okay, besorgt euch irgendeine Folie. Ich will nur, dass ihr nicht gehackt werdet, ja. Aber es ist tatsächlich möglich, dieses ganze Problem in den Griff zu bekommen. Ich habe die hier mal bei mir auf dem Handy drauf gemacht und ich habe das jetzt ein bisschen getestet. Ich zeige euch, wie das Ganze aussieht in einer Sekunde, das heißt, wie man das Ganze drauf macht. Okay, jetzt natürlich nochmal kurze Nachbesprechung, und zwar, ich habe mir jetzt hier nicht so viel Zeit genommen, wie ich mir Zeit lassen sollte, logischerweise, denn ja, unter Kamera und sowas, Inszenierung und so weiter, ihr kennt das vielleicht. Ja, aber der Punkt ist, lasst euch Zeit, nehmt wirklich dieses Alkoholzeug so und schrubbt das Ding ein bisschen sauber und dann kriegt ihr auch diese kleinen Staubfitzelchen weg und betet, dass nichts drunter fällt, weil ansonsten habt ihr diese dämlichen kleinen Löcher, die ich jetzt hier schon wieder überall drin habe. Deswegen werde ich meine Folien nochmal erneuern nachher. So, aber der Punkt ist, wie gut hält das Ding eigentlich, beziehungsweise wie sicher ist es eigentlich? Und ja, ich weiß, diese kleinen Knubbel kann man mit einer Kreditkarte rausmachen, aber das ist, sagen wir mal, unsauber, beziehungsweise es bleibt immer ein kleiner Rest übrig. Also nehmt wirklich euch Zeit und säubert euer Display vernünftig, beziehungsweise macht es direkt beim neuen Handy. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie sicher ist das Ding? Wir wollen jetzt mal ganz kurz gucken, wann ich nichts mehr sehe. Ich habe das natürlich schon mal alles getestet und mir aufgeschrieben und so weiter. Und ich will euch das kurz zeigen. So, also der Punkt ist folgender. Wenn ich jetzt so sitze, ja, und das Handy anmache, dann sehe ich ab ungefähr diesem... verdammt. Okay, das sind jetzt circa 40 bis 50 Zentimeter, ja. Wenn ich jetzt das Handy so kippe, dann sehe ich schon fast nichts mehr. Also so ab 25 Grad Neigung sieht man eigentlich schon fast nichts mehr. Und jetzt muss man sich natürlich überlegen, ist das wirklich schlimm? Also so zum Beispiel würde ich nichts mehr sehen. Also wenn ich das Handy 45 Grad drehe, direkt wenn es vor meiner Nase ist, dann sehe ich gar nichts mehr. Aber wenn ich das Handy weniger drehe und es direkt vor meiner Nase ist, dann sehe ich wunderbar eigentlich alles. So, jetzt natürlich die Frage, was ist eigentlich der Anwendungsfall? Und hier wollen wir nochmal zurückgehen auf das Zugfahren, ja? Wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, ihr fahrt wieder Zug und irgend so ein Creep setzt sich neben euch. Der wird rein gar nichts auf eurem Handy sehen, weil das Handy, ich kann jetzt gerade nicht mal sagen, ob das Ding an oder aus ist. Doch, ich sehe Schatten, ja. Aber der Winkel hier ist deutlich höher als 45 Grad, wo es gedreht ist. Also ich müsste quasi so machen, dass ich was sehe, während so, wie ich es normalerweise halten würde, wenn ich jetzt da drüben sitzen würde und jemand würde da drauflinsen so,
dann sehe ich quasi gar nichts als Angreifer. Und das ist eigentlich genau das, worum es hier geht. Die Frage ist natürlich auch, was passiert, wenn mir jemand über die Schulter guckt? Also vielleicht irgendwelche Kinder, die mal wieder, nun ja, von Mami oder Daddy den Auftrag kriegen, euer Passwort zu erspielen. Kommt wahrscheinlich eher nicht vor. Aber egal, nehmen wir mal an, jemand guckt so über eure Schulter drüber. Und da kommen natürlich Computerscreens irgendwie zum Einsatz, wo ihr zum Beispiel gerade ein Passwort eingibt oder sowas. Und ja, da fragt man sich natürlich, wie gut ist es da? Und wenn ich das jetzt so mal halte und ich gehe dann noch so nach oben, dann sieht man hier relativ lange noch alles. Denn nach oben ist das Ding nicht abgeschirmt. Also ich kann quasi nach unten und nach oben komplett drehen, wie ich will. Nur zur Seite hin schirmt das Ding ein bisschen was ab. Das heißt, wenn euch jemand über die Schulter guckt, dann ist das Ding immer noch unsicher. Aber es hilft natürlich gegen diese Leute, die sich in der Bahn neben euch setzen und euch da beeinflussen. Ja, und dazu ist es eigentlich auch gedacht und deswegen finde ich es eigentlich auch ganz gut. Von dem her kann ich euch weiterempfehlen. Wie gesagt, das ganze Ding hier ist nicht gesponsert. Das ist ganz, ganz wichtig. Kauft euch das Ding, was euch gefällt, ja. Ich will nur, dass ihr nicht gehackt werdet. Und ja, habt Spaß dabei. Trollt mal eure Mitfahrer so ein bisschen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.